Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder bei unserer Nicht-Lieblingsbeschäftigung, nämlich dem Pflügen. Und zwar, ich brauche einfach das Geld. Wir haben in der letzten Folge noch wieder ein bisschen renoviert, haben Teile der Mauern ausgetauscht, diese grauen Steine durch so weiße. Mit denen könnten wir dann den Rauputz oder den Betonputz irgendwie aufbringen, wenn ich das Geld dafür hätte. Und ja, wir brauchen vor allen Dingen auch Geld für eine neue Küche. Küche, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Gibt vieles, was wir dann neu kaufen können. Und ja. Wenn wir das nötige Kleingeld dafür haben, ne? Daran scheitert es gerade ein wenig. Deswegen ist mal wieder Pflügen angesagt. Weil das bringt das nötige Kleingeld. 1600 kriegen wir dafür. Wir müssen dafür natürlich jetzt auch ein bisschen was tun. Kommen wir leider nicht drum herum. Wow. Vor dem Einkauf, vor dem Shoppen steht das Pflügen. Ja, unser Getreide und so, das braucht leider noch ein bisschen. Auch die Tomaten und so, wobei die ja eh nicht so riesig viel Geld bringen. Aber schon mal schön, dass wir genug Geld haben, um nicht genug Geld. Dass unsere Frau sich um Kühe und die Eier und so kümmert, dass wir das nicht machen müssen. So. Und weiter geht's. So, wir haben schon ganze 12%. Yeah. Naja, mehr sein könnte es schon, aber 12% sind immerhin 12%. Die Felder sind irgendwie ziemlich stufig geworden, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Zufall ist, dass wir jetzt gerade nur noch solche Felder haben. Oder ob das ein Resultat von dem letzten Update war. Ich weiß es nicht. Ja, die Innenansicht ist ein bisschen. Man sitzt etwas hoch. Ich kann noch mal reingehen. Da sind wir schön am agieren. Aber wie gesagt, man sieht nicht so gut. Prozent. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir da alles haben. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Diese Folge denke ich auch, auf jeden Fall. Weil ich würde gerne in dieser Folge die neue Küche kaufen. Dass wir da auch noch was wieder weiterkommen im Haus. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Zementputz oder Lasur. Ich habe in der letzten Folge auch festgestellt, den ganzen Hühnerstall müssen wir noch streichen. Ja, nicht nur neues Holz, sondern auch Lasur streichen. Da haben wir auch noch ordentlich zu tun. Beim Kuhstall sieht es dann nicht anders aus. Und im Haus haben wir auch noch einiges. Den ganzen Dachboden noch zu streichen und das Wohnzimmer auch noch. Und das Bad können wir noch neu machen. Also, gibt viel zu tun. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Aber erstmal müssen wir hier
das Feld pflügen. Ja, ich denke mal, ich werde den jetzt erstmal eine Weile halt solche Arbeiten immer dann machen, wenn wir halt Geld brauchen. Und mit dem eingenommenen Geld dann mal gucken, dass wir unser Haus renoviert kriegen. Haus, Scheune, Stall, Garagen. Haben wir noch eine Menge zu tun. Dementsprechend wird es auch so schnell nicht langweilig. Und dann müssen wir den Maschinenpark noch aufrüsten, ne? Das bleibt auch noch zu tun. Und da brauchen wir richtig viel Geld. Aber vielleicht kommen ja bis dahin noch mal irgendwie andere Aufgaben als nur pflügen. Das wäre richtig schön. Dass wir dann mal andere Helferjobs machen können. Aber bis dahin, ja. Erntehelfer wäre doch auch nett. Aber das geht leider nicht. Noch nicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es kommen wird. Wenn die NPCs auch mal ihre eigenen Felder ernten und bestellen, sieht das vielleicht auch anders aus. Wer weiß es schon, ich nicht. Komm immer ein bisschen in die Furche rein. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Upsa. So. Dreißig Prozent haben wir gepflügt. 31. Ein Drittel. Nicht ganz ein Drittel. Und 7 Minuten sind um. Wird die Folge ein bisschen länger werden, glaube ich. Weil wir, ja, wenn ich das mal 3 hochrechne, sind wir bei etwa 21 Minuten. Und dann wollte ich ja unbedingt noch die Küche kaufen. Das muss sein. Absolutes Pflichtprogramm. Dass wir da eine hübschere Küche haben. Und dann auch noch Kinderzimmer. 2 Kinderzimmer können wir neu machen. Ich weiß nicht, welches von denen das zweite Kinderzimmer ist. Das Richtung Bad. Oder das oben neben dem Elternschlafzimmer. Das erschließt sich mir noch nicht. Aber werden wir rauskriegen im Laufe der Zeit. Sobald wir hier fertig gepflügt haben, 37%. Sobald wir fertig gepflügt haben, können wir zumindest schon mal die Küche kaufen, glaube ich. Ein neues Bad wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber ja, alles zu seiner Zeit, ne? So. Ja, bei Cattle and Crops das Grasland-Update sollte ursprünglich im Oktober kommen. Das ist leider auch verschoben worden auf November. Für die, die es interessiert. Ist ein bisschen schade, aber andererseits sage ich mir auch lieber, sie machen es ein bisschen später. Und das ist dafür weniger fehlerbehaftet, als sie das es früher rausbringen und voller Fehler ist.
Ups. So war das nicht gedacht. Falsche Taste gedrückt. Einfach mal die falsche Taste gedrückt. 41%. Ja, die Folge wird eindeutig ein bisschen länger. Aber ich habe gesagt, wir holen in dieser Folge die Küche, also holen wir in dieser Folge die Küche. Da gibt es gar keine Diskussion. Das machen wir. Das stehe ich zu meinem Wort. Ja, und jetzt sind es nur noch etwas über einen Monat, anderthalb Monate ungefähr, bis ich hoffentlich endlich schnelles Internet habe. Ich hoffe mal, dass mit der Schaltung alles klappt beim Umzug. Und dann sollte ich ab Anfang Dezember endlich schnelles Internet haben. Ja, hoffen wir, dass dem auch so ist. Und da nichts schief geht, ne? Kann ja auch immer wieder passieren. Man weiß es ja nicht. Aber dürfte eigentlich nicht. Sag ich jetzt einfach mal so. Klopfen wir nochmal auf Holz. Sicher ist sicher, ne? Prozent. Haben noch ein bisschen was zu tun. Bis wir hier fertig sind mit unserem Pflügen. Aber was sein muss, muss sein, ne? Ohne das kommt kein Geld rein. Ich finde es ja schon mal schön, dass wir es jetzt mit dem Trecker machen können und nicht wieder noch immer mit dem Kleinen machen müssen. Das ist schon mal deutlich entspannter. Das muss man schon sagen. Sowas von entspannter. Aber es dauert halt trotzdem noch, ne? Das darf man halt auch nicht übersehen. Tüdüdüdü. Ja, muss ich mal gucken, ob das vielleicht auch ein Spiel wäre, was man dann mal streamen könnte oder so. Es erfreut sich ja auch immer großer Beliebtheit bei euch. Farmers Dynasty. Von dem her. Aber müssen wir mal gucken, was im Dezember, Januar eh so alles an Spielen kommt. An Neuheiten. Die man dann vielleicht auch mal im Stream spielen kann, ne? Ja, will auf jeden Fall dann verstärkt auch mal in Richtung Stream gehen. Dann wird es wahrscheinlich logischerweise das ein oder andere Video weniger geben. Aber dafür dann halt live und in Farbe. Hat er dann auch was, ne? Sag ich jetzt mal so. Videos werde ich auf jeden Fall
solange es mir Spaß macht, noch weiterhin machen. Weil natürlich auch die ihren Sinn, Zweck und ihre Vorteile haben. Kann halt jeder gucken, wann er gerne möchte. Beim Stream sieht es ja immer ein bisschen anders aus. Wobei Streams werden ja auch aufgezeichnet und stehen dann zur Verfügung. Das hat ja dann auch so seine... Ist ja dann auch nicht verkehrt, ne? Wie viel haben wir denn? 61%. Okay. Ja, wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger werden. Es ist einfach schon resultierend dadurch, dass je kleiner das hier wird, desto mehr müssen wir rangieren. Und rangieren kostet einfach Zeit. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Es kostet einfach Zeit. Und wir werden hungrig. Dann sollten wir vielleicht gerade mal einen Happen essen. So. Einmal Dosenmilch. Und der Hunger ist vorbei. Sei es, weil es einem schlecht geworden ist von der Dosenmilch oder weil sie wirklich nahrhaft ist. Ich weiß nicht, wie man auf Dosenmilch kommt. Aber vielleicht essen das die Entwickler oder trinken die das wirklich. Keine Ahnung. Wie gesagt, mir erschließt es sich nicht so ganz. Ups. Der war schneller als ich dachte. Anscheinend wird der mit Tempomat doch mal deutlich schneller, sobald ich den Flug anhebe. War mir so nicht bewusst. Ich dachte, der hält das Tempo einfach. Pustekuchen. Tut er nicht. Tadam, 68. Haben wir noch ein bisschen was? So. Einmal durchziehen, danke. Und weiter geht's. 70, 30% müssen wir noch. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und dann kommt die neue Küche. Hoffe ich. Hoffe ich. Man weiß es natürlich nie, ne? So, hier fahren wir jetzt rüber. Ist der einfachere Weg, als dort zu rangieren und dann hier unten nochmal zu rangieren. Der deutlich einfachere Weg. 73. Es wird natürlich mit jeder Runde weniger Prozent, die wir dann machen pro Runde. Logische Folge. Die werden ja immer kürzer.
Aber ja, wir haben es bald. Und das ist ja schon mal viel wert. Ich weiß nicht, was kürzer ist, wenn wir vor und also zurücksetzen und wieder vorfahren oder. Schenkt sich, glaube ich, beides nicht viel. Schenkt sich nicht viel. Sehen wir eigentlich was in den Spiegeln? Ja, wir sehen was, aber nichts Gescheites. Wir sehen was, aber nicht wirklich Gescheites. Guckt, wie ich mit meinem neuen Schlepper hier pflüge. Fehlt dann zum neuen Schlepper nur noch der neue Pflug. Und dann wäre es perfekt. Immer noch 70. Naja, gleich kommen wir in die 80er. Gleich kommen wir in die 80er. Denke ich doch. Ja, 80, sehr schön. Ja, drei, vier Runden müssen wir, glaube ich, noch drehen. Ich hoffe mal, dass es nicht viel mehr sind und dann ab zum Shoppen. Küche kaufen. Und dann wird die Küche gekauft. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan und das Geld reicht. Das kann natürlich auch immer noch sein, dass dem nicht der Fall ist. Aber dann kaufen wir ein Bad oder irgendwas. Muss ich mal gucken. Dafür reicht es auf jeden Fall. Aber ich meine, die Küche wird 1200 kosten und 1600 kriegen wir hier. Heißt, reicht auf jeden Fall und dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld. Also können wir auch noch ein bisschen Zementputz kaufen da und das Haus außen was weitermachen. Das dann aber erst in der nächsten Folge. Aber die Küche kaufen wir diese Folge. So viel Zeit muss sein. Die Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Ja, bald haben wir's. Bald haben wir's. Und dann gibt's Money, Money, Money. Wer kennt ihn nicht, den alten ABBA-Song? So, jetzt fahren wir gerade den Bogen hier. Ist, glaube ich, weniger Arbeit, als wenn wir da groß hin und her rangieren. Und die Strecke ist ja nun wirklich extrem kurz inzwischen. Deswegen lohnt das nicht. Ja, hier den Teil haben wir jetzt bald dann gleich fertig. Und die Strecke hier noch, dann zurück und dann vielleicht noch einmal hin. Bis vielleicht noch zurück. Und das war's dann aber auch. Sehr schön. So, runter mit dem Ding und Tempomat rein. Schick, schick, schick. Ja. Nicht zur Seite ziehen, bitte.
Oh, wer geht denn da spazieren? Wer geht denn da spazieren? Oh. Hat wohl was vergessen. Dreht wieder um. Ist auch eher joggen gehen als spazieren gehen, ne? By the way. Oder wollt vielleicht was auf dem Feld gucken? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, 93% haben wir. Kurzes Hüsterli. Irgendwas kratzte im Hals. Ich habe leider gerade nichts zum Trinken mehr da. Das Glas ist schon leer. Aber das schaffen wir jetzt noch bis zum Ende der Folge auch ohne was zu trinken. Das halten wir noch durch. Der schießt ganz schön los mit Tempomat. Machen wir das auch noch. So, und runter mit dem Ding. Prozent. 4% brauchen wir noch. Alles fertig, sehr gut. Dann beenden wir das Ganze hier. Da bist du, okay. Die ist da oben. Okay, dann gehen wir auch mal da hoch. Und dann geht's shoppen, Küche! Ah, jetzt ist er wohl am Hof. Nee, das ist ja kein. Doch, das ist ein Hof. Jetzt ist sie wohl am Hof dann, okay. Wir fahren ja einfach mal durch die Botanik. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. So, 1700 Euro haben wir jetzt, sehr schön. So, das heißt, wir steigen in unseren Pickup und fahren shoppen. Versuchen es jedenfalls. So, einmal Küche und Betonputz oder Zementputz oder wie auch immer der heißt. Ist ja zum Glück nicht weit. Sind ja gleich dort. Ich meine, die würde 1200 oder so kosten, die Küche. Da sollten wir ja mit 1700 weit kommen. So weit auf jeden Fall, dass wir dann auch noch ein bisschen nebenher kaufen können. Hoffe ich doch. So. Einmal Küche, 1250, sehr schön. Haben wir gekauft, neue Möbel für Küche. Und jetzt brauchen wir noch Rauputz nicht, Feinputz auch nicht. Betonputz. Wir haben nur Geld für den einen, okay. Gut, dann gehen wir mal gucken, was die Küche denn, wie die denn jetzt ausschaut. So. Bin ich ja mal mega gespannt. Und es wäre natürlich schön, wenn wir hier mal die Gebäude der anderen renovieren oder reparieren könnten, ne? Da ist so viel noch kaputt. Nicht immer nur die Felder pflügen. Felder.
Felder natürlich, nicht Felder. So, und wir sind daheim. Hoppala. Einfach mal gegen den Pfosten gefahren. Kann man ja mal machen. So, Küche. Wie schaust denn du aus? Ui. Schatzi kocht. Ich bin beschäftigt. Entschuldigung. Ja, das ist unsere neue Küche. Deutlich besser als die alte, muss ich sagen. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wollen wir mal gucken, was uns Schatzi so gekocht hat. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.